In diesem Video möchte ich die Lösung von einer von unseren Einstiegsaufgaben erklären, in der es um das Thema Mittelwert und Effektivität geht. Was man hier machen soll, ist zu Funktionen, ich habe jetzt erstmal nur die ersten geplottet, weil nicht so viel Platz ist, aus dem Graphen der Funktion dafür eine Funktionsgleichung hinschreiben. So, jetzt kann man sich natürlich zuerst mal überlegen, warum möchte man das machen? Naja, das Thema ist Mittelwert und Effektivwert. Was man zum Beispiel mal machen möchte, ist von solchen Funktionen, bei der ist das ja sehr einfach, die ändert sich ja nicht wirklich, den Mittelwert auszurechnen. Dafür nimmt man die Funktion und integriert über diese Funktion, über die Zeit, und zwar über eine Periodendauer, also zum Beispiel von 0 bis t, von 0 bis groß t über eine Periodendauer, und dann kriegt man sowas wie Volt Sekunden. Volt mal Sekunden, man möchte aber nur Volt haben am Ende. Irgendwie muss man auch durch die Zeit teilen, also teilt man durch die Zeit, durch die Periodendauer. Und dann stellt man fest, für manche Funktionen ist das nicht so wahnsinnig spannend, die Mittelwert auszurechnen, weil die Funktionen auch mal negativ werden können. Und wenn man was Negatives im Integral hat, kann sich das mit was Positivem ausgleichen, sodass da am Ende für das 0 rauskommt. Und dann ist die andere Idee eben, die Funktion erstmal zu nehmen und zu quadrieren, weil Minus mal Minus ist auch Plus, dann über die Zeit zu integrieren, wieder über eine Periodendauer. Dann kriegt man Volt Quadrat mal Sekunde raus. Wenn man durch die Periodendauer teilt, ist es schon mal Volt Quadrat. Jetzt möchte man aber wieder Volt haben am Ende, also nimmt man das Ganze, zieht davon die Wurzel, und das nennt man dann den quadratischen Mittelwert oder den Effektivwert. So, und um diese Sachen jetzt auszurechnen, was hier in das Integral einzusetzen, dafür brauchen wir halt eine Funktionsgleichung. So, und jetzt können wir das für a hier mal hinschreiben, ua von t, und bei dieser Funktion ist das komplett unspannend, was hier rauskommt. Das ist einfach udach. Also, keine Ahnung, wenn udach 10 Volt sind, dann ist halt die Funktion 10 Volt für alle Zeiten. Mehr kann man jetzt bei der nicht machen. So, jetzt muss ich mal schnell die nächste suchen. Das geht bis g. Jetzt kommt erstmal Teil b dran, und Teil b kopiere ich hier mal so drüber über a. So, das wäre b. B ist jetzt schon ein bisschen spannender, weil bei b ist die Funktion halt mal positiv udach bis zur halben Periodendauer, und dann ist sie negativ minus udach, und dann wird es wieder positiv und wiederholt sich. Und um das jetzt aufzuschreiben, machen wir das, was hier oben steht. Wir machen das so abschnittsweise. Also ub und dann so eine geschweifte Klammer, und es gibt jetzt eben zwei Abschnitte. In dem einen Abschnitt ist die Funktion positiv udach, in dem anderen Abschnitt ist die Funktion negativ udach, und das ist jetzt eben der Fall dafür, dass die Zeit kleiner ist als t halbe und größer ist als 0. Und wenn dann die Funktion größer ist als t halbe, also nee, die, nicht die Funktion, sondern die Zeit, und kleiner ist als t, dann soll die halt negativ sein. Jetzt kann man sich noch darüber streiten, naja, wie ist das hier mit dem größer gleich und so. Irgendeins von diesem größer gleich müsste mal weg. Ich kann hier wahrscheinlich wieder nicht radieren, geht nicht. Also ich mach mal hier das zu einem kleiner und das hier vermutlich auch zu einem kleiner, zu einem echten kleiner, weil ja sonst bei t halbe kann es ja nicht gleichzeitig negativ und positiv sein. Ist aber so ein bisschen die Frage, wird denn diese Zeit jetzt, also im mathematischen Sinne ist das spannend darüber zu diskutieren, im ingenieurwissenschaftlichen Sinne ist total unspannend, weil naja, so eine perfekte Rechteckfunktion kriegen wir eh nicht hin. Die muss ja irgendwie eine gewisse Flankensteilheit haben, die nicht unendlich steil sein kann. Und naja, man könnte auch einfach sagen, bei t halbe zum Beispiel, genau an der Stelle t halbe ist sie meinetwegen 0. Ja, dann wäre irgendwie dieses Dilemma gelöst. Aber dann müsste man ja noch eine Zahl hinschreiben. Aber so würde das in etwa funktionieren. Jetzt kann man sich überlegen, jetzt gilt das ja nur von 0 bis groß t. Aber das soll ja vielleicht auch noch darüber hinaus gelten. Also schreiben wir jetzt hier hin plus, deswegen habe ich noch so ein bisschen Platz gelassen, plus k mal t, plus k mal t, plus k mal t und plus k mal t. Und k ist einfach ein Element der ganzen Zahlen. K
also eine ganze Zahl sein. Ja, und dann können wir das sozusagen für die Periode davor und für die Periode danach und die danach, und so gilt das halt auch. Letztendlich braucht man das mit diesem Plus K mal T und so jetzt hier vielleicht auch nicht wirklich, weil hier oben in diesem Integral integrieren wir ja nur über eine Periodendauer, nicht über zwei Periodendauern oder so. Von daher kann einem das mehr oder weniger egal sein. So, okay, nächste Funktion. Nächste Funktion ist die C. Natürlich, nach B kommt C, so ist das im Alphabet. Ich muss die R kopieren und schiebe die mal hier drüber und muss die ein bisschen höher schieben, sodass die Achsenbeschriftung auch noch drauf passt. Ein bisschen kleiner vielleicht. So, zack. Naja, jetzt ist da oben ein bisschen, aber das können wir uns vorstellen. So, also C. Und ja, in C passiert eigentlich genau das gleiche wie in B. Wir können wieder zwei so Abschnitte hinschreiben und können sagen, einmal hat diese Funktion eben den Wert 2 mal U-Dach und ansonsten hat die Funktion den Wert 0. Und hier hinten, ich mache jetzt einfach so Strichelchen, Strichelchen dran, das ist halt genau das gleiche. Ja? Also von 0 bis t halbe passiert das und von t halbe bis t mit diesen ganzen k mal t und so für die vorherigen und nach folgenden Perioden passiert halt genau das gleiche. So, und jetzt könnte man natürlich auch sagen, naja, vielleicht kann ich uc auch einfach so hinschreiben und sagen, das ist doch im Grunde genau die, die wir vorher hatten, wo die Nullachse hier war. Und jetzt haben wir diese Funktion, die wir vorher hatten, die positiv und negativ war, einfach um U-Dach nach oben verschoben. Und jetzt ist sie halt nur noch positiv. Also könnte ich UC auch hinschreiben als UB von T plus U-Dach. Das würde mir bestimmt auch helfen, wenn ich das hier oben schon mal für UB von T ausgerechnet habe, dann einfach noch diese Konstante damit in das Integral reinzuschreiben. Ja, weil man dann das Integral halt, also nicht alles nochmal neu ausrechnen muss. Hinten mit dem Quadrat und so sieht das vielleicht schon ein bisschen anders aus. Aber naja, wenn man das für UB von T mit der Definition hier gelöst bekommen hat, das Integral, kriegt man das mit dem Plus U-Dach da vielleicht auch noch hin. Okay, das waren jetzt Funktionen, die so rechteckförmig waren. Jetzt kommt die D, die wird etwas komplizierter wieder. Die Schwierigkeitsstufe eskaliert sich so langsam nach oben. Das ist D. Oh, die passt ja eigentlich ganz gut hin. So, und jetzt stelle ich fest, ich hätte die vielleicht noch nicht da festpinnen sollen, sondern scroll mal so ein bisschen runter, dass die D noch drauf passt. So, damit ich ein bisschen Platz habe, die D hinzuschreiben. In Teil D sieht man, wir haben jetzt drei Abschnitte. Ein Abschnitt, da gibt es sowas wie einen linearen Anstieg, dann wieder eine Konstante und dann 0. Also für UD von T brauchen wir jetzt eine abschnittsweise Beschreibung mit drei Abschnitten. Hier im ersten muss die lineare Funktion folgen, da denken wir gleich drüber nach. Der zweite Abschnitt ist ein bisschen einfacher, da ist das U-Dach und der letzte Abschnitt ist auch wieder einfach, da ist es 0. Und hier kann ich schon mal hinschreiben, das wäre für t ist kleiner und größer gleich, meinetwegen in der Reihenfolge wieder t Viertel und t Halbe. Und das plus k mal t, das würde jetzt ja auch noch kommen, das können wir uns vorstellen, das schreibe ich jetzt nicht mit hin. Und das gilt dann eben für t Halbe kleiner gleich t kleiner groß t, die Periodendauer. So, und jetzt ist noch ein bisschen spannend hier oben über diese lineare Funktion nachzudenken. Und was man für die lineare Funktion braucht, ist eigentlich ein Anstiegsdreieck. Und dann nehme ich vielleicht mal grün, um das hier einzuzeichnen. Wir können uns so ein Anstiegsdreieck überlegen und können sagen, was ist denn die Höhe und die Breite von diesem Anstiegsdreieck? Und die Breite ist t Viertel und die Höhe ist u Dach. Und jetzt ist der Anstieg von dieser linearen Funktion m ist der Anstieg, das ist dieses U-Dach, also die Höhe von dem Anstiegsdreieck geteilt durch die Breite von dem Anstiegsdreieck t Viertel. Und dann kann man das die 4 natürlich in diesem Doppelbruch auch nach vorne ziehen und dann stehen da 4 mal U-Dach durch groß T durch die Periodendauer. Und ja, und die lineare Funktion ist dann eben m mal t, also 4 mal U-Dach durch groß T,
Das ist M, der Anstieg, mal T. Und das gilt für 0 kleiner gleich T kleiner T Viertel. So, hier lohnt sich jetzt vielleicht an der Stelle noch mal eine kleine Probe zu machen. Und für das, also nicht für das hier hinten, das ist relativ trivial, aber vielleicht für diese lineare Funktion hier vorne. Und wir setzen mal für die Zeit T0 ein. Dann 0 mal irgendwas, das hier vorne ist ja nicht unendlich, 0 mal irgendwas ist 0. Können wir gucken, zum Zeitpunkt t gleich 0 ist die Funktion auch tatsächlich 0. Das passt. So, und dann setzen wir für t mal als Probe, als zweite Probe t Viertel ein, genau diesen Punkt hier. Und dann stellen wir fest, okay, dann kürzt sich das t gegen das t. Und die 4 gegen die 4 hier, sodass nur U-Dach überbleibt. Und dann können wir gucken, an der Stelle hat die Funktion auch wirklich den Wert U-Dach. Das heißt, das passt. Und wenn das für eine lineare Funktion an einem Punkt passt und an einem zweiten Punkt passt, dann passt das auch für alle anderen Punkte. Das sollte also funktionieren. Okay, dann muss ich mal noch eine neue Seite erzeugen und kopiere mal die Funktion e. Die sieht so aus. Naja, und jetzt stellt man fest, das ist eigentlich jetzt wieder das gleiche Spiel wie vorher. Wird vielleicht etwas aufwendiger und etwas komplizierter, weil man über mehrere Abschnitte nachdenken muss. Also wir hätten hier mal mindestens so einen Abschnitt 1, einen Abschnitt 2, in dem das konstant bleibt, einen dritten Abschnitt, in dem das wieder mit einer linearen Funktion abfällt, einen vierten Abschnitt, in dem es wieder konstant ist. Und einen, naja, fünften Abschnitt. Eigentlich, wenn man genau guckt, ist das ja hier wieder der erste. Weil ich könnte den ersten ja auch noch hier einfach weiter zeichnen. Das ist ja die gleiche Funktion. Also hier hinten fängt es eigentlich wieder an. Man braucht vier Abschnitte dafür. Okay, also UE von T und eine große Klammer für vier Abschnitte. So, und der erste Abschnitt ist wieder eine lineare Funktion. Jetzt sind wir schon geübt mit den Achsenabschnitten und Anstiegen und sowas. Also wieder ein Anstiegsdreieck einzeichnen und sich überlegen, wie groß ist die Höhe von dem Anstiegsdreieck, die ist zweimal U-Dach. Wie groß ist die Breite von dem Anstiegsdreieck? Wir haben hier einmal T-Sechstel und hier nochmal T-Sechstel. Ein Sechstel und ein Sechstel ist ein Drittel. Also die Breite ist T-Drittel. Das heißt, der Anstieg hier M ist 3 mal T durch U-Dach, nee, halt 3 mal U-Dach durch T. Nee, zu viele Schritte auf einmal sollte man auch nicht machen. Also schreiben wir es mal lieber hin. 2 mal U-Dach durch T-Drittel. Die 3 dann kann dann wieder nach vorne wandern und dann kommen da 6 U-Dach durch T raus. So, das ist der Anstieg hier vorne, der sich hier ergibt. Also 6 U-Dach durch Groß T, das ist der Anstieg M mal T, mal die Zeit, ne? Die muss ja von der Zeit abhängig sein. So, und das gilt für, so, und jetzt schreibe ich das mal so hin, minus T Sechstel kleiner gleich T und kleiner Groß T Sechstel. Das wäre der Abschnitt 1. So, im zweiten Abschnitt haben wir einfach U-Dach und das U-Dach gilt für T Sechstel kleiner gleich klein t kleiner t Dritte für diesen Abschnitt hier. So, dann ist der nächste Abschnitt ist wieder so ein bisschen spannend. Hier haben wir wieder eine lineare Funktion. Wir stellen fest, der Anstieg von dieser linearen Funktion muss ja genau der gleiche sein wie hier vorne, weil das ist ja so symmetrisch, aber die fällt ab. Also steht hier minus 6 U-Dach durch Groß T. So, und jetzt muss man sich überlegen, jetzt brauchen wir für diese Funktion noch, für diesen Teil hier, U von T ist M mal T plus N. Wir brauchen noch den Achsenabschnitt von der linearen Funktion. Und den kann man sich jetzt irgendwie auch so ein bisschen
Von Hand überlegen. Ich weiß nicht, ob ich hier hochscrollen kann. Na, so viel Platz ist da nicht, aber ich weiß nicht, wie weit ich hier hochzeichnen kann. Ich versuche das mal so weiterzuführen, die Funktion, und ich versuche die mal hier auch noch weiterzuführen. Und scroll mal so ein bisschen hoch. Jetzt ist das keine wahnsinnig schöne Gerade geworden, aber man kann sich das in etwa vorstellen. So, hier kann ich interessanterweise nicht zeichnen. So, aber wenn man sich jetzt mal ein paar Werte dran schreibt, dann haben wir hier den Wert UDACH. Und hier haben wir den Wert 0. Ja, und innerhalb von einem, das ist hier ein sechstel T wieder. Das ist T sechstel. So, und innerhalb von einem sechstel T ist das um ein U gestiegen. Das heißt, hier ist wieder ein sechstel T. Da ist es wieder um ein U-Dach gestiegen. Das heißt, hier an der Stelle haben wir 2 U-Dach. Und hier ist nochmal ein sechstel T. Und da steigt das natürlich dann nochmal um ein U-Dach. Das heißt, hier vorne, das sind 3 U-Dach und das ist N. Das ist der Achsenabschnitt. Wir können auch gleich noch mal Probe machen und gucken, ob das passt, aber das sollte es eigentlich, und deshalb gilt hier N ist 3 U-Dach. So, und das jetzt alles mal als Funktionsgleichung, aber das, was dahinter steckt, sind einfach lineare Funktionen. So, also das jetzt hingeschrieben, also der Anstieg sind minus 6, schreibt man die 6 auf Höhe des Wurstels, minus 6 U-Dach durch T, durch Groß T mal Klein T, ne, das ist wieder M. Und jetzt noch plus N, und N sind 3 U-Dach. So, und das Ganze gilt für, jetzt muss ich mal ein bisschen hochscrollen, damit ich die Achsenbeschriftung sehe, von T Drittel kleiner gleich T kleiner 2 T Drittel. Bis hier hinten. So, und dann in dem vierten und letzten Zeitabschnitt haben wir einfach nur wieder minus U-Dach, und das gilt für 2 Drittel groß T kleiner gleich T kleiner 5 Sechstel T. So, auch an dieser Stelle lohnt es sich vielleicht noch mal hier eine kleine Probe zu machen. Und mal für diese Zeit hier als Probe einzusetzen, den Punkt, den wir zum Beispiel hier haben, T Sechstel. So, dann stellt man fest, dass hier eingesetzt T kürzt sich gegen T, 6 kürzt sich gegen 6, es bleibt U-Dach über. Und dann können wir schauen, das ist auch extrem sinnvoll, dass da U-Dach überbleibt, weil an der Stelle hier T-Sechstel hat die Funktion ja genau den Wert U-Dach. Das gleiche könnte man jetzt nochmal machen, indem man dort minus T-Sechstel einsetzt. Dann stellt man fest, es passiert genau das gleiche und es bleibt minus U-Dach über. Auch das ist ja sehr sinnvoll, weil an der Stelle minus T-Sechstel, was ungefähr hier so ist, wenn ich die Achse hier mal noch verlängere, also an der Stelle minus T-Sechstel sollten wir auch wieder minus U-Dach herausbekommen. So, das heißt, das hier oben passt, können wir ein Häkchen dran machen. Jetzt können wir noch mal das hier unten testen. Auch dafür als Probe vielleicht mal hier diesen Wert einsetzen und diesen Wert einsetzen. Also Probe, und für T setzen wir ein groß T Drittel. So, dann steht hier, dann kürze ich T gegen T. Und die 6 gegen die 3, und da bleibt eine minus 2 über. Und das heißt, wir haben 3 U-Dach minus 2 U-Dach, und da kommt ein U-Dach raus. Und das ist auch sehr sinnvoll, dass da ein U-Dach rauskommt, weil an der Stelle T Drittel haben wir genau den Wert 1 U-Dach. So, jetzt können wir mal noch 2 dort einsetzen. Dann ja, kürze ich wieder T gegen T und 6 gegen 3, sodass hier eine 2 überbleibt, und 2 mal 2 sind 4. Und das heißt, wir haben
minus 4 Udach plus 3 Udach oder 3 minus 4, das sind minus 1. Und das passt auch, weil an der Stelle hier haben wir tatsächlich den momentanen Wert minus Udach. Das heißt, das passt auch. So, fantastisch. Den Rest können wir uns denken und vorstellen. Jetzt kommt noch die F und die G, die sind wieder so ein bisschen einfacher. Funktion F sieht so aus. Moment, ich muss die mal ein bisschen passend skalieren. So, das ist F. Funktioniert im Prinzip genauso wie eben. Kann man sich jetzt vielleicht ein bisschen kürzer überlegen. Also UF von T. Wir brauchen wieder zwei Abschnitte. Ein Abschnitt zu dem, das hier vorne wieder dazugehört, und einen zweiten Abschnitt, in dem die Funktion halt fällt. Also zwei Abschnitte. So, und in dem ersten Abschnitt können wir schauen, haben wir als Anstiegsdreieck, ich mache es mal ruhig ein bisschen ausführlich, um mich auch nicht zu verrechnen, also 2 Udach als vertikale Länge oder Höhe dieses Steigungsdreiecks. Und hier haben wir ein viertes T, immer nochmal ein viertes T, dann haben wir hier T halbe. Also ist der Anstieg 4 Udach durch Groß T. Und da gibt es auch keinen Achsenabschnitt in diesem ersten Teil. Also steht da 4 Udach durch Groß T mal Klein T mal die Zeit. Und das gilt für minus T Viertel kleiner gleich T kleiner Groß T Viertel. Auch natürlich hier wieder eigentlich mit plus k mal Groß T mit k als ganze Zahl, damit das nicht nur für eine Periode gilt, sondern für die alle vorherigen Perioden und Perioden danach und so. So, und hier in dem Abschnitt, in dem zweiten, dafür nehme ich wieder rot, ist natürlich der Anstieg genau der gleiche, nur mit einem Minus, minus 4 Udach durch Groß T. Und als Achsenabschnitt kann man sich überlegen, wenn man das hier verlängert und verlängert und verlängert, nicht sehr gerade geworden, dann kommt man da an der Stelle einfach bei 2 mal Udach raus. Also ist das der Achsenabschnitt. Kann man gleich nochmal eine Probe zu machen. Minus 4 Udach durch T als Anstieg mal klein t plus 2 mal Udach. Und das Ganze gilt dann für T ist größer gleich T Viertel und kleiner einmal T Viertel oder 3 Viertel T. So, das ist das für den zweiten Abschnitt. Auch hier kann man vielleicht wieder eine kleine Probe machen und sagen, wir setzen hier mal als Probe ein T ist gleich T Viertel. Diesen Punkt hier, naja, sieht man sofort, kürzt nicht 4 und groß T weg, bleibt Udach über, das sollte auch so sein. Wenn man da minus T Viertel einsetzt, den Punkt hinten, dann kommt da einfach minus Udach raus. Das sollte auch so sein an der Stelle. Das heißt, das passt. Wenn man das mal noch hier unten macht und auch dafür wieder T Viertel als Probe einsetzt, kürzt wieder alles weg. Es bleibt minus Udach plus zweimal Udach raus. Oder über, und 2 minus 1 ist 1. An der Stelle hier haben wir einmal Udach, das passt auch. Und wenn wir das dreimal einsetzen, dann kürzt sich hier wieder 4 und groß T raus. Wir haben minus 3 Udach plus 2 Udach, das ergibt minus 1 Udach. Und das ist auch tatsächlich der Wert, den wir hier an der Stelle haben, minus Udach. Und das heißt, das passt auch. So, und damit bleibt nur noch die letzte Funktion über, die Funktion g. Vielleicht doch noch mal eine neue Seite. So, und für die Funktion g
oder für den Aufgabenteil g und die Funktion ug von t. Ja, gleiches Spiel, zwei Zeitabschnitte, einen ersten Zeitabschnitt, einen zweiten Zeitabschnitt. Und hier gibt es als Anstieg 2 u Dach durch t mal t und das Ganze gilt in dem Bereich, dass t größer ist als 0 und kleiner als die Hälfte der Periodendauer. Und dann gibt es diesen gleichen Anstieg wieder negativ, Anstieg mal t. Der Achsenabschnitt hier kann man sich überlegen, sind wieder 2 u Dach. Und das Ganze gilt dann von t halbe bis groß t. Also klein t muss größer sein als größer gleich als t halbe und kleiner als t. So, vielleicht auch eine kleine Probe hier. Wenn wir für t 0 einsetzen, dann kommt an der Stelle 0, 0 raus. Das sollte auch so sein, wenn man t halbe einsetzt. Also anstatt der 0 hier t halbe einsetzen, dann kürzt sich 2 gegen 2 und t gegen t, sodass da nur u Dach überbleibt. Und das passt auch, weil an der Stelle hier, wenn man diesen Wert einsetzt, kommen wir auch auf den Wert u Dach. So, das Ganze vielleicht noch für die zweite Funktion ausprobiert. Wenn man hier t halbe einsetzt, dann kürzen sich auch 2 gegen 2 und t gegen t, sodass da minus u Dach überbleibt. Und 2 u Dach minus u Dach ergibt einmal u Dach, das sollte auch so sein, haben wir gerade schon geschaut. Und wenn man jetzt dafür nicht t halbe, sondern t einsetzt, dann kürze ich nur t gegen t, dann bleibt 2 mal u Dach minus plus 2 mal u Dach und das ergibt 0. Und deshalb haben wir an der Stelle hier auch wieder den Wert 0 für die Zeitfunktion. Das heißt, das passt alles und funktioniert wunderbar. Ja, und so kann man jetzt eben diese Funktionen, also die Graphen, die grafische Veranschaulichung solcher Funktionen mit Konstanten und mit linearen Funktionen abschnittsweise in Funktionsgleichung packen und kann jetzt diese Funktionsgleichung natürlich genauso abschnittsweise hier oben in diese Integrale reinwerfen, die Integrationsgrenzen entsprechend an die Abschnittsgrenzen anpassen, kann über diese Funktion integrieren und kann dann relativ einfach Mittelwert und Effektivwert dieser Funktion ausrechnen.